Hallo, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge Dragon Mania Legends. Heute ist Tag 29, ein Tag vor dem Strahledrache. Und ich bekomme 25.000 Gold. Gief! Und dann haben wir es nämlich auch bald. Und ja, was dann? Dann kriege ich keine Belohnung mehr, wenn ich täglich einlogge oder was? Ah, das Event ist zu Ende. Verteidiger Dragolandias. Lass so viele Drachen wie möglich schlüpfen. Seltene Drachen bringen dir eine höhere Punktzahl. Ja, da war mir jetzt klar, dass ich... Ne? Du hast 556 Punkten und 1000 Platz 1006 erreicht. Ich habe da jetzt auch nicht so viel gemacht. Beziehungsweise ich habe halt einfach auch nicht die Kapazitäten, um so viele Drachen schlüpfen zu lassen. Und ich hatte andere Aufgaben. So, mein Spielbrett. Als allererstes loot ich. Wobei, bevor ich das Gold loote, Moment. Bevor ich hier weitermache. Manchmal gibt es ja hier solche Aufgaben, wo es dann heißt, loote so und so viel Gold. Und ich passe lieber nochmal auf, dass ich erstmal das Ding hier raushole. Was für ein fantastischer neuer Drache. Platziere einen Pflanzendrachen in einem Habitat und kreuze einen Pflanzendrachen mit einem Wasserdrachen. Habe ich beides erledigt. Yay. Und was ist rausgekommen? Ein Melone? Ein Melodrache? Ein Melonenkopf. Ah, das ist geil. Okay, der sieht echt cool aus. Ein Melondrache, das ist ja geil. Ja. Das ist der kleine Racker, den ich unter anderem, ne, schon ausgebrütet habe. Oh, ist der nicht süß? Der sieht so knuffelbunt aus. Oh, geil. Also, jetzt ungelogen, das klingt jetzt total kitschig, aber ich finde den echt geil. Also, der ist cool. Den füttern wir jetzt auch einfach mal. Obwohl er als Baby, und das weiß ich jetzt schon, total süß aussieht und wahrscheinlich jetzt Erwachsener sieht er wieder so ein bisschen... verdummt aus. Entschuldigung, ich muss einmal kurz räuspern. Ah, und vielleicht auch ein Stück Kaffee. So. Ja, er hat dieses. Er streckt so die Zunge raus, wie dieser Wasserdrache. Ich finde, das lässt ihn dumm aussehen. Also, als hätte er nicht viel was im Köpfchen. Aber komm, du kriegst noch ein bisschen was. Hier fein. Komm, ich level dich auf Stufe 6 erstmal. So. Bring mir schön Gold nach Hause. So, der zweite Drache war hier, der Sonnenblumendrache. Da habe ich jetzt sogar das Habitat aufgewertet, sodass wir da wieder ein bisschen mehr Platz kriegen. Hero heißt der Kleine und Hero wird jetzt auch einmal verdummt gefüttert. Der hat sogar schon als kleiner Welpe hier die Drachenwelpe so eine Zunge raushängen. Das hatte der andere zumindest nicht. Oh, was für Geräusche machen. Du bist so kleiner, gefährlicher Drache. Du bist so kleiner Gefechtsdrache. Ach, guck mal, beim Erwachsenenalter. Was macht die Zunge da? Ach, die ist klein und faltig. Ach, nö. Nö, da lässt du die Zunge sein. Okay. Das ist sehr interessant. So. Wir haben noch einen Drachen zum Schlüpfen. Ich habe noch meinen Wolkendrachen rausgezogen. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll. Wenn ich jetzt Platz habe, platziere ich ihn ins Wasser. Ja, komm. Bringt alles Gold, wenn ich sie erstmal horte. Da ist er. Kann ich auch gleich mal kurz streicheln. Aber ich werde ihn nicht leveln. Also in der nächstmöglichen Gelegenheit werde ich den auch wieder verticken. Was haben wir denn so für Brutaufgaben? Was darf denn jetzt gepaart werden? Kreuz ein Pflanzen Wasserhybriden mit einem Drachen des Feuerelements, um einen Agavendrachen zu erhalten. Was auch immer das ist. Kreuz ein Winddrachen mit einem Pflanzendrachen. Ich glaube, das mache ich eher. Erstmal hier die Reihen. Erstmal die Reihen rausziehen hier. So. Dafür nehmen wir nämlich Mens. Ich denke Ellen. Wobei, ich glaube, dann nehmen wir... Nee, wir nehmen Flap. Der ist erst Stufe 4. Den kann ich für was anderes außer fürs Züchten eh nicht gebrauchen. Und der wird hier auch verkauft, wenn ich Platz brauche. Und was war das? Reinrassiger Wind mit reinrassiger Pflanze. Das wäre hier... Ich glaube, Yoko, oder? Ja. Yoko! Yoko. So, da habe ich die schon mal gestreichelt. Dann geht ihr jetzt, hüpft ihr jetzt erstmal ins Brutloch. Reinrassig Pflanze. Was du das jetzt hier? Nee, das Blatt. Doch, Pflanze mit reinrassig Wind. Da wollte ich gerne den Lohn hinsetzen. Hier. Da ist. Nee, das ist Stufe 10. Da. Ihr zwei. Okay, 7 Stunden. Das ist aber ganz schön. Da haben wir aber echt viel vor heute. Ich kaufe ein Energiehabitat. Muss das sein? Streichle einen Metalldrachen, streichle einen Wasserdrachen. So, den habe ich ja jetzt mal ausnahmsweise nicht zur Pflanzung weggeschickt. Normalerweise ist er immer viel beschäftigtes Drachentierchen.
Vielleicht sind feste Stoffe und Flüssigkeiten gar nicht zu verschieben. Nein, anscheinend nicht. Die Akademie macht wirklich Fortschritte. Sie wird dir nur all diese vollkommenen Drachen. Sieht dir nur all diese vollkommenen Drachen an. Bring dir einen Metall dran. Achso, okay. So. Besiege 3 Wasserdrachen und bringe die Giftfertigkeiten eines Drachen auf Level 2. Habe ich denn einen Drachen, der Gift kann? Habe ich einen Drachen, der Gift kann? Wie sieht denn das Giftsymbol aus? Ist das hier bei Pflanze? Pflanzendrachen hatten Gift, oder? War das hier? Was ist das hier? Ich bin mir gerade ganz unsicher. 150.000 ist auch schon wieder echt übertrieben teuer, oder? Wenn ich mir jetzt so sicher wäre. Ist das Gift? Doch, ich meine, die Pflanzen haben da so eine Ranke und die vergiftet. Wenn ich mich recht entsinne. Ich könnte das jetzt auch bei Puff machen, aber ich finde es eigentlich ganz... Oh, Mona. Mona kann es auch lernen. Oh, den finde ich voll schön. 30.000, Stufe 1. Ich weiß, es wird jetzt teurer, aber den habe ich echt... Obwohl... den habe ich schon... Oh Gott, ich bin gerade unsicher. Heroes auch. Der ist Wasserpflanze. Das finde ich ist auch eine ganz interessante Mischung. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, welche gut sind. Ich habe so gar keinen Plan. Aber ich sollte eh auf... Warte mal, ich sollte auf Stufe 2 bringen, ne? Das hatte ich jetzt richtig entnommen. Ja, dann nehmen wir erstmal hier unseren Schatten... Unser kleines Schattendrachen-Ding. Das ist ja auch ganz niedlich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Wir looten jetzt doch tatsächlich mal das Gold. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Und auch die Bärchen. So. Dann schauen wir mal in unserem Behälter. Wir hatten da was geschickt. Vielen Dank, André. Danke für die Rune. Ich gucke nochmal, ob ich euch jetzt auch wieder was hier rausschicken kann. Nee, guck mal. 12 Minuten noch. Nicht diesmal nochmal einen Ticken früher heute dran als sonst. Und ja, schlussendlich. Was ist das denn hier eigentlich für ein Event? Drache der Woche. Mhm. Da sieht ja auch. Ich hätte den so gerne, den Liebesdrachen und den vom Football-Event. Das sind so zwei Drachen, die haben es mir echt angetan. Die hätte ich super gerne gehabt. Aber man kann halt nicht alles haben. So, wir gucken mal, dass wir unsere Bank nochmal gelootet bekommen. Nein, hier auf die Seite. Unsere Bank gelootet bekommen. Ich bin auch aktuell wieder in die Silberliga aufgestiegen im PvP. Das hat Vor- wie Nachteile. Vorteil, ich habe jetzt endlich wieder etwas, wenn ich einen Rang schaffe, zu gewinnen. Oder wenn ich in der Liga bleibe. Nachteil ist, dass die Gegner echt... Wartet mal hier. Dass die Gegner echt ein bisschen knackiger sind. Gucken wir mal. Was kriege ich aktuell vorgesetzt? Oh, okay. Die Liga hat noch nicht begonnen. Deswegen bin ich auch auf meiner Position 1, ja. Hier, das Drachentrainer-Monument kann ich jetzt Hauptpreis in Liga 3 kriegen. Ich werde aber, denke ich, wieder auf Bronze zurückfallen, weil meine Drachen einfach noch nicht so hochgelevelt sind. Dafür müsste ich die dann jetzt noch hochleveln. Und, naja, ich weiß noch nicht. So, die hatten wir safe. Wir fangen mal an zu gucken, was haben wir denn hier überhaupt. Befreie dieses Gebiet. Mhm, erziele 20 perfekte Treffer. Ich würde sagen, wir machen heute nochmal kurz, bevor ich die Bank... Also die Bank mache ich im zweiten Durchgang, denke ich, offscreen diesmal. Bevor wir da weitermachen, glaube ich... kann ich hier nicht weitermachen? Muss ich hier weitermachen? Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal in der Story auf unserem normalen Spielbrettweg weiter. Und wir haben Stufe 15 und 14 als Gegner. Das kriegen wir auch noch hin. So. Dann... Mache ich mich mal wieder um die Mitte. Alles interessante einseitige Farben, ne? Aber der sieht so glibberig aus. Guck mal, der hat so Tentakeln hier, der Drache. Okay. Bist du denn gegen irgendwas? Egal, ist er nicht anfällig, aber das langt, um ihn zu töten. Mhm. Einen Schluck Kaffee genommen. Also ich trinke immer Kaffee, wundert euch nicht. Dann fällt der in der nächsten Runde. Also beim nächsten Durchgang. Der wird jetzt so oder so angreifen. Ja. Der hat doch dieses Gift, diese Giftfähigkeit. Ich sehe es doch schon. So. Jetzt hoffen wir, dass wir ihn jetzt auch mit einem Schlag besiegen können. Ja.
Gutes Team. Ich wäre jetzt mal ganz neugierig, mit was für einem Team, mit was für Drachen kämpft ihr denn gegen die Gegner an? Habt ihr da irgendwie auch so wie ich so ein festes Team, was euch schon längere Zeit begleitet? Rotiert ihr sehr stark? Welche drei Drachen nutzt ihr denn? Vielleicht sind das so ein paar Empfehlungen, die ich gut gebrauchen kann für meine spätere Aufstellung. Von daher wäre ich mal ganz neugierig, was denn so eure Lieblingsdrachen sind. So, und der ist, oh Gott, der hat so eine Afro-Mütze. Also so ein, ich kann es nicht beschreiben. Er ist halt einfach irgendwie hat er ganz süße Haare, so dieser Palmenkopf. Voll sweet. Okay. Ihr seid auch echt, also gerade habe ich so ein bisschen Pech. Ihr seid, irgendwie sind die nicht alle wirklich gegen meine Attacken anfällig. Ne, mach ich lieber wieder dich. Okay, der macht Windattacken. Ja, in der nächsten Runde bist du hoffentlich auch weg. Ja. Sehr schön. Spielbrett Nummer 37. Und da kommt ein Boss zustande. Das ist ein Rotblumendrache und ein Toxindrache. Ach du Heilige. Guckt mal, wie hoch die ihre Spells schon ausgebaut haben. Wasserfall des Bob. Alter, guckt euch das mal an. 4, 3, 2, wie soll ich das denn hinkriegen? Die hauen mich doch mit einem Schlag schon tot. Ja, ich komme da auch anders nicht vorbei. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Hier auch nicht. Dafür muss ich jetzt diesen Weg nehmen. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Also das, finde ich, sind ja jetzt schon radikale Maßnahmen, die hier getroffen werden, oder? Dann nutze ich lieber meine Energie nochmal und mache zumindest diesen Teil hier auf. Also diesen Bankteil. Klatschi. Dratsch. Kladderadatsch. Ah, der stirbt. Oh, ganz knapp stirbt er wahrscheinlich. Oh nein! Oh, das war knapp. Nö. Es bringt nichts, mir ihn jetzt zu killen. Da habe ich nichts von. Dann mache ich lieber hier schon mal Schaden drauf. Okay, vielleicht wäre auch gar nicht so schlecht gewesen, mir ein Schild zu setzen. Und ich hoffe ja jetzt, dass der sich von uns einmal verabschieden darf. Klick. Der wird jetzt nochmal angreifen. Ja, das Rell auch schon dahin. Oh nee, das langt auch nicht. Okay, das ist jetzt kacke. Ach, jetzt habe ich auch nicht gekrittet. Oh, das wird ein richtig knappes Rennen. Nein. Mach ich den jetzt? Nee, warte, pass auf. Ich schütze uns. Wir haben so wenig Leben. Das wird, also, wenn ich Pech habe, dann wird das mein erster Los hier. Ja, jetzt haben wir nämlich das Problem. So. Und mein Drachenzorn ist auch noch nicht ready. Ich meine, einen von beiden wird er jetzt töten. Oh nee, das hat gehalten. Ja, dann habe ich gerade noch mal Glück gehabt. Ja, guckt euch das an, wie knapp das kam. Naja, schade, die Rolle habe ich deshalb jetzt nicht gekriegt. Energie vertrödelt, wie doof. Die Bank habe ich ja soweit. Ja, nee, den Rest mache ich, denke ich, offscreen. Ich habe jetzt noch eine Energie, die werde ich jetzt nochmal weise irgendwie aufsparen und mir überlegen, was ich damit genau anfange. Aber euch schicke ich erstmal wieder ein Dankeschön raus, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem irgendwie ein wenig unterhalten gefühlt, auch wenn ich gerade... Ich habe gerade echt eine schlechte Leistung abgeliefert. Bin gerade echt ein bisschen so... Schade. Aber ich habe dafür einige neue Drachen schon wieder bekommen. Oh, der sticht so heraus. Dieses Bonbon von Drache. Von daher, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns dann. Moment, heute ist... warte mal.
Donnerstag? Ich glaube, Donnerstag sehen wir uns wieder. Kann das sein? Egal, ihr seht es im Uploadplan. Bis dahin, macht's gut.